Hallo, ich bin Lea, ich schreibe gerne Unix-Tools und ich dachte mir, da kann man so eine Reihe von Lightning-Talks machen. Das ist jetzt der erste. Schauen wir mal, ob das die Leute interessiert. Also es geht um ein Tool namens Xtrace, das ich geschrieben habe. Und die Frage, die man sich stellen kann, welche Prozesse laufen eigentlich auf meinem Linux-System? Da kann man so mit PS schauen oder mit TOP. Mit PS sieht man genau die Prozesse, die zu diesem Zeitpunkt laufen. Mit TOP sieht man Prozesse, die schon lange genug laufen, dass sie bei TOP halt irgendwie erscheinen. Aber in der Praxis ist es leider so, dass viele Prozesse nur ganz kurz laufen und man hat eigentlich keine Möglichkeit, das wirklich gut mitzukriegen. Und genau, welche Art von Prozesse laufen nur sehr kurz oder man weiß nicht genau wann zum Beispiel. Also Cronjobs können einfach zu einer bestimmten Zeit zwar laufen, aber wie kriegt man das genau mit? Es gibt irgendwelche Helper, ich stecke eine USB-Kamera an oder irgendwas, dann wird eine Firmware vielleicht hochgeladen. Das sind alles Dinge, die passieren magisch im Hintergrund, kriegt man nicht mit. Ja, es gibt manche Tools wie zum Beispiel execline, die basieren darauf, dass man viele kleine Programme hat, die sich gegenseitig aufrufen. Das passiert super schnell, kann man in PS oder TOP einfach nicht sehen. Und dann gibt es auch noch irgendwie lange Shell-Skripte, wie zum Beispiel Configure oder so, da werden aber tausende Befehle ausgeführt. Das ist echt schwierig, da irgendwie mitzukriegen, was eigentlich passiert. Und es gibt natürlich schon Tools, mit denen man irgendwas machen kann. Also man kann zum Beispiel mit Xtrace einfach alle Fork und Exec Syscalls aufzeichnen oder so. Das ist leider relativ ineffizient und es geht eben nur auf einen bestimmten Prozessbaum. Also ich kann zum Beispiel sagen, führe das Configure-Skript auf und dann trace ich alle Fork Exec Aufrufe. Aber ich kriege halt nicht mit, was sonst im Hintergrund bei mir läuft. Shell-Skripte kann man mit -x machen und so. Es gibt unter Linux ein Audit-Subsystem, mit dem kann man alle Exec-Fork-Sachen auditen. Das ist aber relativ kompliziert einzurichten. Für so Ad-Hoc-Debugging macht es keinen Spaß. Genau, und bei BCC-Tools gibt es zum Beispiel ein Tool namens Exec-Snoop. Das ist jetzt ziemlich ähnlich zu dem Xtrace, was ich euch zeige. Aber als ich 2014 Xtrace geschrieben habe, gab es die BCC-Tools noch nicht. Und das Tool gab es nur auf Solaris damals. Genau, also mein Tool Xtrace erlaubt, dass man globales Tracing von allen Exec-Aufrufen auf dem System machen kann. Und man kann das also einfach starten und dann sieht man, was alles ausgeführt wurde gerade. Und man kann bestimmte Metadaten rauslesen, also die PID. Wenn der Prozess sich beendet hat, wird mit aufgezeichnet, wie lange lief der, was ist der Rückgabewert. Man sieht, unter welchem User läuft der, was waren die Umgebungsvariablen zum Zeitpunkt des Aufrufs und in welchem Ordner wurde der zum Beispiel gestartet. Und das Ganze wird in so einem Baumformat dargestellt. Hier ist jetzt ein Beispiel. Hier habe ich einfach, was passiert, wenn ich mich mit SSH einlogge interaktiv. Da sieht man, der SSH-Dämon, der folgt eine Shell. Und die Z-Shell macht dann bestimmte Sachen, die in meiner Z-Shell-RC drinstehen. Irgendwie aus irgendeinem Grund wird GetEnt aufgerufen, hat mich auch erst verwundert, habe ich dann nachgeschaut. Dann waren so verschiedene Sachen. Am Ende kommt mein Prompt, dafür wird dann Git aufgerufen und Jujitsu, um festzustellen, bin ich gerade in einem VCS-Verzeichnis. Ja, und dann habe ich nach 4 Sekunden habe ich beschlossen, das reicht jetzt, habe die Z-Shell beendet, die ist dann mit Status 0 beendet. Und daraufhin hat sich dann die SSH-Session auch beendet. Interessanterweise mit Status 255, aber das gehört wohl so. Genau. Und jetzt hier ist es eingeschränkt auf den SSH-Daemon. Wenn ich diese Limitierung mit -p rausnehme, dann rauscht einfach alles durch, was so auf meinem System läuft. Und das ist extrem aufschlussreich tatsächlich. Man kriegt nämlich zum Beispiel mit, oh, irgendwie Router-Advertisement macht komische Sachen, der DHCP-Dämon ruft alle 5 Sekunden irgendwelche komischen Callbacks auf, ja. Da würde man von Haus aus nicht draufkommen, weil die nicht groß Ressourcen verbrauchen oder so, aber ist natürlich ein fehlerhafter Zustand irgendwie. Und genau, also ursprünglich habe ich das Tool geschrieben, um Autoconf-Skripte zu debuggen, weil da kommt man mit den normalen Shell-Fähigkeiten eigentlich nicht arg viel weiter. Aber wenn man einfach sieht, ja, es wird CC aufgerufen mit komischen Compiler-Flags, dann kann man vielleicht eine Idee kriegen, warum das nicht geht. Genau, also hier stehen noch ein paar andere Sachen. Also immer, wenn man quasi nicht genau weiß, wann geht es eigentlich los oder wer startet den Prozess, mit dem es losgeht, ist Xtrace nützlich. Genau. Oder was macht der SSHD sonst hinter meinem Rücken? Kann man damit auch aufzeichnen. Es gibt ein paar kleine Nachteile. Man braucht erweiterte Rechte. Man braucht 2 Kernel-Konfigurationen, die eigentlich in Mainstream-Kerneln inzwischen gesetzt sind, aber auf vielen so Raspberry Pi-artigen Geräten oder so manchmal nicht. Das ist dann ein bisschen nervig.
Und inhärent gibt es leider kritische Wettläufe, weil man kriegt quasi nur mit, die PID wurde gestartet oder beendet. Und bis man dann gelesen hat, welches Programm ist das eigentlich oder so, kann es schon wieder rum sein. So, genau. Ich habe dann versucht, auch das mal mit eBPF zu bauen, aber das ist schwierig, portabel zu machen. Und seit neuestem gibt es auch Versionen für OpenBSD und FreeBSD. Also wer sowas verwendet, da gibt es ähnliche Schnittstellen. Genau, sonst könnt ihr das runterladen. Ist bei einigen Distros auch schon dabei. Und unten ist ein Ausblick auf andere Tools, die ich vielleicht in weiteren Lightning Talks vorstellen will. Vielen Dank, Lea. 30 Sekunden drüber. Ja. Viel Applaus für Lea. Genau, und wir machen jetzt einen fliegenden Wechsel auf das HackMac Castle, um ein Event vorzustellen, was im Herbst stattfinden wird. Und der nächste Talk kann sich schon bereit machen. Wer hat KI-Bildung? Gut, perfekt. Dann kannst du dich diskret an die Seite bewegen. Genau. Ein Mikrofon. Genau, das Mute muss einmal draufklicken. Okay. Ja. Ich bin gerade mit dem Google-Bildschirm, der hat mich gerade überrascht. Okay. Nein, du bist noch auf Mute. Hallo, let's hack the castle. Inzwischen habt vielleicht einer oder andere schon mitgekriegt, dass wir ein Event planen in Österreich, in offen für alle, 28. August bis 1. September. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben vor, auf diesem Schloss ein Hack-Event zu machen. Und wir glauben, das wird cool. Das ist nochmal ein bisschen anteasen, wie das so ausschaut. Schaut nicht nur ganz nett aus. Der nette Schlossherr hat das auch mit DMX und Laseranlagen verziert. Also es könnte auch bunt werden. Wir planen jetzt mal recht konventionell. Leute kommen und tun coole Dinge. Das heißt so ein bisschen Unkonferenz oder ähnlich KIF oder Barcamp, Workshops und ein, zwei Feature-Vorträge vielleicht. Und Gerüchte halber bauen die St. Pölten an einem CTF. Es wird natürlich Party geben. Wir haben, wie schon mal angekündigt, schalldichte Türme und da wird es Bar und Party geben. Wir haben schon ein paar Künstler, die kommen, zum Beispiel Laserhafen-Projekt und wir sind auch noch offen, wenn ihr mitnehmen wollt, irgendwas, was schön ausschaut. Wir haben Platz. Wir haben zur Unterkunft eine Apfelwiese für Camping. Wir wollen bis zu 450 Tickets verkaufen. Es gibt auch Schlafräume innen, also auch so ein bisschen Kiff-Feeling oder auch Camping-Feeling draußen, also so quasi Hybrid, was einem gerade lieber ist. Und für Leute mit Bedarf, so Familie oder sonstigen Leuten, haben wir wahrscheinlich auch bis zu 20 Zimmer, so mit 2 bis 3 Betten. Und je nachdem, wenn jemand es braucht, werden es wahrscheinlich so mit, bewirb dich für das Zimmer und wir sagen dann, du hast Bedarf, dann kriegst du einen Voucher dafür, ist der Plan momentan, wird es auch Zimmer geben. Ja, und wann ist das Ganze? Ihr habt schon gesehen, 2024, also dieses Jahr, spannend, schon recht bald. Ende August, das heißt 27., 28. und Abreise am Sonntag am 1. Und wo ist das überhaupt? Ja, so ein Schloss, das findet man leider nicht in den Großstädten, deswegen ist es ein bisschen zwischen Wien und Linz. Aber eigentlich auch nicht so weit im Süden. Also wir könnten sie auch in Graz machen. Nein, wir machen es in Niederösterreich. Es ist von Deutschland ganz leicht zu erreichen. In Ottenschlag. Und natürlich mit der Anreise, ihr könnt mit dem Auto kommen. Oder für die Nachhaltigkeit, ihr könnt auch mit dem Zug kommen. Und dafür haben wir einen Shuttlebus organisiert. Der wird von St. Pölten fahren. Und zwar am Mittwoch 3-mal am Tag und am Sonntag zurück 3-mal am Tag. Ja, und was passiert momentan gerade? Letztes Wochenende haben wir unsere große Klausur gehabt, haben wir hart gearbeitet, deswegen waren wir nachher auch so fertig. Wir haben aktuell für die Hackerspaces und Hackspaces den Voucherbedarf angefragt, das heißt check your email. Wir freuen uns auf eure Bedarfsmeldungen. Wir haben jetzt in 2 Wochen Mitte April den Field Day, wo wir nochmal Netzwerk, Orga, Strom, bla 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 alles vor Ort organisieren werden. Und Ende April ist unser Ticketverkauf geplant. Und natürlich ist es die offensichtliche Frage, wie schaut es aus mit dem Ticketpreis? Ist noch nicht fix. Wir arbeiten hart dran, dass er günstig wird.
Es wird aber schwierig, also besser gesagt, wie immer die Probleme kommen am Schluss zusammen. Wird aber auch nicht so schlimm. Ja, zum Abschluss, wir haben neben dem Infodesk gibt es einen schönen Tisch, da gibt es Poster. Holt euch einen für euren Hackspace, hängt ihn auf, schickt uns Fotos von eurem Poster, das in eurem Hackspace lenkt und wir reposten das. Danke. Ja, cool. Danke für die Ankündigung für das coole Event. Ich glaube, wir wollten schon alle mal in einem Schloss verbringen ein Wochenende. Das könnt ihr... Gut, wir machen weiter mit der Bildung für KI. Und der Mensch, der sich um die Keyboards kümmert, kann sich langsam nach unten bewegen. Okay, du bleibst einfach da, das ist sehr sympathisch. Gut, dann warten wir noch kurz auf den... Perfekt. Jetzt. Ja, cool. Ich bin Letsch, Teil einer losen Gruppe aus Chaos Jetzt und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, hey, wie können wir eigentlich anderen zeigen, wie sie KI gut nutzen können? Und haben uns dabei so drei Ziele gesetzt. Wir wollen Anleitungen geben, wie man Workshops zu dem Thema KI anbieten kann. Wir wollen die Referenten beraten und wir wollen auch Weiterbildung für die Referierenden anbieten. Workshop was? Natürlich könnte man sagen, hey, wir müssen irgendwie 83 Millionen Menschen irgendwie jetzt mal 4 Wochen in eine Schule stecken. Das Schulsystem finden wir nicht ganz so geil, deswegen haben wir eine andere Möglichkeit, nämlich das in Form von Workshops zu machen. Das ist einfach viel geiler, ist halt auf Augenhöhe und hat halt nicht so diese Hierarchiekacke in sich. Wie sind die Workshops aufgebaut? Wir verfahren ja nach einem Prinzip, dass man quasi so eine Art Fahrplan hat, wo man einmal das Ziel der Methode sagt, die Inhalte, die Methode und wie viel Zeit man dafür braucht. Das ist dann einfach so eine Excel-Tabelle sozusagen, wo genau drin steht, was passiert wann. Und wir arbeiten ganz viel mit so bunten Flipcharts, damit das einfach anschaulicher ist, weil viele Menschen können mit 100 Seiten PowerPoint auf 4 Stunden vielleicht nicht ganz so viel anfangen. Und man sieht da auch, da sind auch Fragen an die Teilnehmenden gerichtet, damit die Teilnehmenden auch mal auf blaue oder gelbe Karten mal raufschreiben, ja, was denken sie eigentlich. Wie läuft das ab? Bei mir war es zum Beispiel, ich bin einfach zur VHS hingegangen, habe gesagt, hey, ich kenne mich ein bisschen mit KI aus, ich will dir mal so Grundlagenkurse anbieten. Und sie so, ja, nice, lass mal treffen. Und dann ist dabei rausgekommen, dass ich zum Beispiel die Seminare jetzt anbieten werde. Da kommt jetzt ziemlich viel im April raus und halt alle nach dem Schema, man macht so ein Skript, so ein Zimpapier und man macht Flipcharts und alles und das veröffentlichen wir auf einer Website. Einen Workshop habe ich jetzt schon fertig. Da kann man nämlich einmal die Workshop-Unterlagen, also die Zimpapiere und alles sich anschauen, auch die Teaser-Texte, diese Marketing-Texte, die man dafür braucht und die Fotodokumentation, wo man diese ganzen Flipcharts einfach so mit dem Adding abmalen kann. Genau, lizenziert, man kann damit theoretisch auch Geld verdienen, habe ich nicht so das Problem damit, wie andere Leute, die ihre Sachen da hochladen, das machen, das halt denen überlassen. Was beschäftigt uns im Moment? Ja, so rechtliches Zeug. Wie können wir uns absichern, was für Lizenzen angeht, aber auch irgendwie so Datenschutzerklärungen und all sowas. So, wir sind junge Menschen, keine Ahnung, in was für Fettnäpfchen da man treten kann. Website-Design, da kann man bestimmt noch einiges rausholen. Und ich weiß, dass hier ein paar Menschen sind, die so das Thema KI studieren oder auch in ihrer Freizeit sich sehr viel damit beschäftigen. Da würden wir uns total freuen, wenn ihr euch mal melden würdet und mal über unsere Sachen mal drüber schaut und das mal abklopft auf Fehler, die wir da vielleicht mal reingebaut haben. Und ja, wir sind eine chillige Gruppe, die, wenn jemand Bock auf was hat in der Gruppe zu dem Thema, kann er einfach alles machen. Also falls ihr Ideen habt und da mitmachen wollt, haben wir einen Matrix-Raum, wo ihr gern reingehen könnt und genau unsere Website ki-workshop.org. Ja, cooles Projekt, super viel Arbeit. Wenn ihr Zeit habt, unterstützt den Zugang, also
Die Daten habt ihr jetzt von Ihnen. Okay, und wir hören uns Keyboard 1 und 2 an. Wir fangen mit Keyboard 1 an. Ja, hallo. Vor 3 Monaten, vor dem 37C3, war ich noch ganz normaler Mensch und kein Keyboard-Nerd. Das ist jetzt vorbei, weil dort hatte ich die Möglichkeit, isometrische Tastaturen auszuprobieren, also Tasten, die rechteckig angeordnet sind, was ja viel praktischer ist, weil meine Finger ja auch sich so bewegen und nicht so. Und da bin ich drauf gekommen, ja komisch, ich habe eigentlich überhaupt kein Problem, auf sowas zu tippen. Ich will mehr davon. Und ja, dann schaut man so online, ja, wie, wo, was. Und dann komme ich drauf, ja eigentlich, so das Keyboard, das ich jetzt so benutze, so ein bisschen, wenn man es von einem noch größeren Winkel verwendet, ist ja auch so fast geradlinig. Ne? Und vielleicht ist das der Grund, warum ich deswegen eigentlich wenig Probleme hatte und Lust auf mehr hatte. Aber so isometrische Keyboards und so selbst sind sie alles sehr teuer. Was tut man da also? Ganz einfach, selbst bauen. Weil wenn man selbst baut, hat man nochmal extra Grund zum Geld ausgeben. Und ja, dann ist das Problem, es gibt richtig viele Do-it-yourself-Keyboard-Projekte. Womit fängt man an? Ja, und ich möchte eben ein bisschen erzählen von meinem Anfang, von diesem Hackprojekt, das mir extrem viel Spaß gemacht hat. Und vermutlich gibt es viele Leute, die ganz viel mehr über Tastaturen wissen als ich, aber wenn nicht, dann ist das vielleicht ein cooler Einsteigervortrag. Also, welches nehme ich? Und ich habe mich ein bisschen umgeschaut draußen und da gibt es wirklich unglaublich viele Generatoren, fixe Dinge und da schaut alles total weird aus. Und womit fängt man an, was mal ein bisschen klassisch ausschaut, was nicht so ultra wenig Tasten hat, weil eigentlich bin ich ein Mensch, der gern viele Tasten hat. Und dann bin ich auf das Projekt gestoßen und das hat einfach alle Checkboxes erfüllt. Es war ein super sauber aufgeräumtes Repo, es ist relativ neu, gut dokumentiert, hat ein RP2040, das Repo ist nicht über 80 Forts verteilt, du hast alle Informationen in einem Ding. Es ist simples, klassisches Design, 64 Tasten, das heißt nicht super minimalistisch mit nur 3, was so als Tastatur-Einsteiger, der halt so riesige Keyboards mit allen möglichen Tasten gewohnt ist, dann nicht so abschreckend wirkt. Und da gibt es einen parametrischen SDL-Generator, man kann es konfigurieren, wie man will. Dann fliegen all die SDLs aus, richtig zueinander angeordnet. Und es fliegen die Keycard-Files raus aus dem Generator. Und den Generator, den geschrieben hat, der hat auch noch keine Dependencies, keine Libraries. Das hat in Pure Python gemacht. Und das hat mich beeindruckt, da habe ich gedacht, das baue ich jetzt. Perfekt. Und das ist halt dieser Generator. Tut man in einem JSON-File unter 90 Optionen auswählen, was man haben will, konfiguriert das Ding und dann kann das auf verschiedene Art und Weisen ausschauen. So mehr Tenting nach hinten, mehr Tenting in der Mitte, mehr Tilt nach hinten, mehr Split oder so oder größere, kleinere Armrests, was immer man haben will. Größere, kleine Schraubenlöcher, je nachdem, wo man es mit Resin oder FFF druckt. Ja, und dann bin ich mal ins Bauen gegangen und habe mir mal die Platinen geordert von dem Standardding, habe mir Tasten geordert, habe mir Keycaps geordert, habe die Threads eingeschmolzen und so, ja, 10 Tage später mit Lieferzeit vielleicht ein bisschen mehr, hatte ich eine schöne Tastatur und war eigentlich ziemlich glücklich, bis drauf, dass da die Geschichte erst angefangen hat. Weil jetzt hatte ich 64 Tasten und ja, irgendwie ist das, 64 Tasten waren für mich total problematisch mit den klassischen Layouts. Ja, ich weiß, es gibt Shorting, es gibt Tap Dancing und so weiter, aber ich komme ja von der klassischen Seite. Also, und ich so seit 20, 30 Jahren bin ich wirklich schnell mit dem deutschen Tastaturlayout und habe eigentlich mit den althergekommenen Sachen wenig Probleme gehabt. Gut, ja, also DE-Problem, EN ein Problem, Eurokey-Problem, Neo-Querz ein Problem, Neo-2 ein Problem. Ich habe Neo-Querz noch das wenigste Problem. Ach, lernen wir auch noch ein neues Tastaturlayout, weil dann brauche ich nur eine Taste dazu bauen.
Und genau, dann bauen wir halt den Task dazu. Und wenn wir schon dabei sind und eine neue Version bauen, naja, ich habe es jetzt eh schon so aufgestellt, so nach hinten, dass ich mehr Tilting habe, ach, machen wir doch auch eine neue Version, die anders parametrisiert ist, weil hier haben wir diesen Parametergenerator, diesen parametrischen Bodygenerator. Ja, was kann da schon schief gehen? Eine Menge. Zum Beispiel kann das PCB, das man ja schon hat, dann nicht mehr zu den neuen Parametern passen und dann schraubt man wieder ein bisschen zurück, weil man nicht nochmal neue PCBs ordern will. Der Druck kann schief gehen mit den anderen Parametern, weil man das ein bisschen zu viel. Aber auch wenn der Druck schief gegangen ist, hat sich super geeignet, um auszuprobieren, ob das das ist, was man haben will. Und dann hat man halt losgelegt. Und viele Drucks später, die dann auch Probleme mit dem Filament waren und so weiter und so weiter und Belichten und dahin und Resindruck und FFF-Druck und alles und viel Panscherei, hatte ich dann tatsächlich mehrere schöne Buddies und dann ging es eigentlich nur mehr ans Einbauen und dann hat das Ding so ausgeschaut. Und ja, dann war ich schon fast glücklich, aber dann denkt man sich, naja, jetzt hat man so viel Platz in der Mitte, da geht doch noch mehr. Was kann man da doch machen? Ja, ein Trackpoint, so wie am Laptop natürlich. Also zurück, das ganze Ding in FreeCAD geschoben. Ja, ich habe ja noch 5. Ja, ich habe sie gematcht. Sorry. Merch, wir werden jetzt einfach weitermachen, entschuldigt die Störung. Ja, dann war ich ja viel zu schnell. Ja, dann wollte ich jetzt nicht unbedingt den Python-Code umschreiben, unter anderem, weil der Owner von dem Repo auch gemeint hat, er will halt das so als schönes Prestige-Projekt haben und das selber machen. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann tue ich das halt in FreeCAD rein, schneide mir da ein bisschen Platz aus für so ein Modul. Erst kaufe ich mir so ein Modul, hänge es an einen USB, klebe es auf oben, das ist so da links oben, das ist einfach noch das Modul mit USB. Funktioniert ganz gut, passt, bin zufrieden damit, jetzt muss es fix in die Tastatur rein. Wir haben ja QMK-Firmware, QMK-Firmware unterstützt PS2-Devices. Sind da noch Pins frei? Ja, da sind noch Pins frei, also nächstes Bild. Wir haben es an den RP2040 angehackt mit der Standard-Tastatur-Firmware, mit kleinen Änderungen in der QMK. Das Ding direkt angeklemmt und auch das funktioniert, juhu. Also, rein ins FreeCAD, ein bisschen was ausgeschnitten, das Platz ist für den Trackpoint, nochmal gedruckt, ein bisschen nachgebessert mit dem Bohrer, damit es auch wirklich passt, angeklebt und verkabelt und juhu, es funktioniert. Und damit es halt dann die Kante nicht so drüber ist, was tut man noch? Wir haben ja eh schon mit durchsichtig mit Resin gedruckt. Naja, dann pinselt man ein bisschen Resin auf und UV-Lampe, das ist dann da oben und schon hat man es schön versiegelt. Ja, und extrem genial, kann ich nur sagen. Also Trackpoints auf der Tastatur, ich liebe sie. Schaut im Endeffekt so aus. Und da war ich schon ziemlich glücklich. Und was geht da noch? Ich bin ja auf Neo 2 Querz umgestiegen und irgendwie gibt es da mehrere Layer und manchmal verdrückt man sich und eigentlich will man wissen, auf welchem Layer ist man jetzt. Ja, LEDs sind die Lösung, immer. LEDs sind immer die Lösung. Also noch ein bisschen QMK und ein Let's-Trip rein und jetzt habe ich einen Indikator für Neo, Layer Mod 2, Caps Lock Mod 3, Mod 4 und natürlich den Keyboard Layer und ob ich gerade die Maustasten verwende. Das schaut dann so aus und so, Shift, Mod 3, Alt-R, Function Special. Und wie ihr ja wisst, mit QMK kann man quasi alles machen. Also es ist wirklich tolle Firmware, gebt euch aus dem GPOS, sehr schönes Projekt. Ja, Learnings von der Ergometrie. Vorher hatte ich eigentlich keine Probleme, es ging um ein Spaßprojekt, dass ich isometrische Keys probiere und ja, ich habe das halt so gedacht, was ist 20% und beim Testen war 20 Grad Split, war ich dann eigentlich ganz glücklich und jetzt sind meine Finger total gerade, wie man auch auf dem schönen, überhaupt nicht gestellten Bild sieht. Die Fingerbewegungen sind auch gerade, aber Ergonomie ist halt auch was total Individuelles und
wo ich drauf gekommen bin, ja, ich war es halt dann oft so gewohnt zu tippen und dann war das echt so ein bisschen Umgewöhnung. Das hat man dann ein, zwei Tage wirklich da gemerkt, bis das wieder gewohnt war. Ne? Und ist es jetzt besser oder nicht? Keine Ahnung, es macht mehr Spaß. Generell, ja, vielleicht nochmal mehr Tenting, vielleicht baue ich mal ein Dactyl mit mehr Tasten. Fullsplit wäre auch total Option, weil wenn man so weg und zurück rutscht am Tisch oder so, dann ändert sich ja auch der Winkel. Das geht halt mit dem nicht. Und nach wie vor bin ich totaler Fan von extra Pfeiltasten eigentlich, auch wenn ich schon auf dem Kongress total geniale Keyboards mit ganz wenig Keys und Drawing gesehen habe. Ich habe halt gern meine Tasten wo und so. Ja, und wenn ihr so viel Aufwand nicht treiben wollt, dann wollte ich noch erinnern, man kann tatsächlich normale kommerzielle Keyboards, die halbwegs ergonomisch sind, umbauen und da auch QMK reintun, einen anderen Mikrocontroller. Und dann kann man auch extrem viel damit machen. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mit dem coolen Projekt vielleicht nicht angefangen. Deswegen weiß ich nicht, ob es eine gute Idee ist, das euch zu empfehlen, weil es hat wirklich Spaß gemacht. Aber wenn man schnell Bedarf hat, ist es vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja, danke. Voll schönes Projekt. Genau, super schönes Projekt. Danke für das Biegen der Regeln. Als nächstes machen wir weiter mit der Tropfenkette und der Fotomultiplier, falls er im Raum ist, kann sich bereit machen, ganz langsam. Genau, und zwischendrin auch nochmal kurz die Service-Nachricht. Habt ihr Lust, also wenn ihr noch einen Spontan-Talk oder ein Spontan-Thema reinbringen wollt, wir haben Zeit am Ende, kommt einfach runter, nachdem die kleine Liste dort abgearbeitet ist und wir bringen euch einfach, oder wir machen dann einfach weiter. Test. Ja. Hallo, ich bin Lars M. und ja, ich möchte hier mein Projekt Tropfenkette vorstellen. Was ist besser als bunte LEDs? Mehr bunte LEDs. Und damit die Chaos-Events noch bunter werden, habe ich mir überlegt, wie man mit möglichst geringem Aufwand möglichst viel bunt in diese Welt bringt. Und rausgekommen sind die sogenannten Tropfenketten. Das sind diese LED, RGB-LED-Lichterketten, die hier auch überall auf dem Event hängen, zum Beispiel im Foyer an der Decke. Es sind 20 Meter lange LED-Ketten, die auf diesen Spulen aufgerollt werden. Und als Controller hängt am Ende von jeder Spule ein kleiner WLED-Controller. Das ist eine Software, wo man sehr einfach sehr coole LED-Effekte mitmachen kann. Mit Webinterface kann man die Effekte steuern, auch mehrere Ketten zusammenschließen und so weiter. Es ist sehr einfach zu bedienen. Und ein USB-Stecker am Ende. Wie heißt was? Ach so, ein WLED-Controller. Und das Ganze kann man dann mit sehr geringem Aufwand abspulen, irgendwo hinhängen und ja, hinterher mit Hilfe eines Akkuschrauber-Adapters auch sehr einfach wieder aufrollen. Ziel des Projektes ist es, dass es dem gesamten Chaos zugänglich gemacht wird. Schön wäre es, wenn wir das dezentral im Chaos verteilen können. Das heißt, ich stelle mir vor, dass wir kleine Eurokisten nehmen, 10 bis 12 von diesen Spulen reintun, plus passende USB-Netzteile, plus Kabelbinder, plus weiteres Montagematerial und diese Kisten dann im Chaos verteilen, in Spaces, bei motivierten Individuen und das Ganze würde ich gerne als Projektantrag beim CCC einreichen. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, daran mitzuwirken, die zu bauen und dann zu pflegen und auf die Events mitzubringen, meldet euch hinterher gerne bei mir. Es gibt das Git, was ihr hier seht dazu, da ist das komplette Projekt beschrieben. Die erstmal alles, was ich gerade erzähle, plus die komplette technische Umsetzung, wie man die Dinger baut, wie man die Software da drauf bringt, wie man sie benutzt und alles. Es sind 3D-gedruckte Spulen. Ja, es gibt dazu diesen Akkuschrauberadapter, den ich schon erwähnte. Ich habe zu wenig Hände. Hier sieht man den Controller. Das ist relativ einfach zu bauen. Die Streifen kommen schon mit diesem USB
Stecker und diesem Kunststoffgehäuse. Da ist ein DMX-Controller drin mit einer fürchterlichen chinesischen App. Den schmeißt man raus und packt einen handelsüblichen ESP32 rein, den wir dann auf WLED umflashen. Ja, die Streifen sind kind of waterproof, das heißt, man kann sie auch auf den Outdoor-Events aufhängen. Im Pool funktioniert es nur bedingt, weil die Kapazität zu groß wird. Ja, gibt es Fragen dazu? Ach so, genau. Das Ganze findet ihr unter Lars MM, Projekt Tropfenkette. Ja. Ich kann einfach noch mal ein paar Bilder zeigen. Wir gucken einfach Bilder an. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Also, es war auf dem Kongress im Einsatz. Okay, da hatte ich 200 Lars, Meter es mit. Gibt, Lars, es gibt noch eine Frage. Ach so. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erstmal grundsätzlich über WLAN. WLED hat verschiedene Inputs. Also WLED hat ein eigenes Protokoll, wo sich mehrere Controller direkt mit unterhalten können. Das heißt, man bringt sie alle in ein WLAN, stellt in einem Controller einen Effekt ein und der überträgt sich sofort auf alle anderen. Du kannst aber auch per ArtNet oder DMX oder so allen gängigen Protokollen da auch einzelne Pixeldaten reinschreiben. Das ist sehr flexibel. Genau. Ja. Also ich mag genau diese LEDs besonders gerne, weil sie wirklich sehr schöne Farben haben. Die einzelnen Farben sind sehr intensiv und die Mischfarbe Weiß ist auch wirklich ein wunderschönes Weiß, sowohl das Kaltweiß als auch das Warmweiß ohne Farbstich. Es gibt verschiedene Händler bei AliExpress. Leider werden verschiedene Produkte verkauft, die nahezu gleich aussehen. Deswegen auch in dem Git eine genaue Beschreibung, wo man sie bekommt. Und ja, hier quasi einfach über die Last Known Good Order. Ja. Sehr cool. Vielen Dank, okay. Lars. Ich glaube, bei Fragen, ihr findet ihn sicher auf dem Event und an der Bar. Dann könnt ihr, glaube ich, die Details noch weiter erklären. Und wir machen weiter mit den Fotomultipliern. Super. Genau, und als nächstes wäre Lord of the Smart Ring da. Okay, dann ganz, ganz vorsichtig. Ja, gut. Hallo. Ich werde heute über Photomultiplier-Tubes sprechen. Ganz kurz zu mir. Ich bin Sally und ich beschäftige mich in meiner Freizeit sehr viel mit Vakuumphysik, wie man hier sieht. Und ich habe jetzt vorgehabt, das irgendwann einmal auch eventuell in Talks umzusetzen, das Ganze. Und da habe ich mir gedacht, der Lightning Talk wäre ein perfekter Ort, einmal auszuprobieren, ob da wirklich Interesse daran besteht. Und am Weg her habe ich in München von zwei sehr freundlichen Personen Fotomultiplier geschenkt bekommen und dann habe ich mir gedacht, erkläre mal, wie die funktionieren. Gut, wir werden uns vor allem mit dieser Abbildung beschäftigen. Es ist ein komplexes Thema, was man auch sehr gut sehen kann, dass das Dokument 332 Seiten ist, was für Physik jetzt nicht so ganz so schlimm ist. Aber ja, ich werde es simplifiziert erklären und bei Interesse dann einfach mich fragen. Und ich werde auch die Begriffe teilweise in Englisch nennen, einfach nur, weil ich sehe dann den Sinn nicht ganz so, das in Deutsch zu übersetzen, weil wenn man recherchiert drüber, muss man sowieso immer auf Englisch recherchieren über solche Themen. Gut. Also, wo werden die Dinger überhaupt eingesetzt? Einer der wichtigsten Bereiche sind Elektronenmikroskope. Da braucht man diese, um dann die Elektronen zu detektieren. Und wie das funktioniert, erkläre ich jetzt gleich. Bei Elektronenmikroskope hat man da vorne drauf dann noch eine Phosphorbeschichtung, um die Elektronen in Photonen davor umzuwandeln.
Gut, das Erste, was man da sieht, das Photon kommt auf eine Photokathode. Dabei kommt dann der Effekt des External Photoelectric Effekt zustande. Ich werde das jetzt ganz kurz nur beschreiben. Dabei betrachtet man jetzt am besten das Photon als ein Teilchen und das genug kinetische Energie haben muss, um dann ein Elektron wieder rauszuschlagen. Und das hängt von den Materialien ab, dafür geeignet sind manche Metalle und manche Semiconductors, also Halbleiter. Und wenn man dann das Elektron hat, das da durch die Gegend fliegt, braucht man natürlich auch eine Anode, wo das Elektron dann hingezogen wird. Und die Focusing Electrodes, die man da auf der Seite sieht, sind dann dazu da, um das rein zu tunneln zu diesen Dinoden, die man dann da unten hat. Dabei arbeitet man wiederum mit einem Effekt, der bekannt ist als Secondary Electron Emission. Das ist schlussendlich, wenn man in ein zum Beispiel Metall, es ist materialabhängig, das funktioniert bei sehr vielen Materialien, sogar bei Isolatoren funktioniert das ganz gut. Wenn man da ein Elektron reinschießt, dann werden mehrere Elektronen frei. Diese nennt man dann Sekundärelektronen, weil die nicht reflektiert, also das Elektron wird nicht reflektiert, das wäre ein Primärelektron, sondern das Elektron wird, entweder es bleibt dann dort drinnen oder es wird dann auch wieder reflektiert, aber auf jeden Fall werden andere Elektronen frei, die dann wieder mit weniger kinetischer Energie durch die Gegend fliegen. Und nachdem man die in eine Richtung tunneln will, hat man da immer diese strichlierten Linien dazwischen. Das sind dann wieder weitere Anoden, kann man so sehen, die dann wieder das Elektron in diese Richtung beschleunigen. Und dann entsteht eben genau dieser Effekt, den man hier sieht. Aus einem Elektron werden zwei und dann vier und dann sechs und dann werden es immer mehr. Und ganz am Ende hat man dann eben die letzte Dinode mit der Anode davor wieder. Und da kann man dann plötzlich, auch wenn nur ein Elektron am Anfang freigesetzt worden ist, ich meine, das ist jetzt sehr optimistisch, ein Elektron, weil praktisch gesehen sind das eher Hunderte, die es da braucht, dass da wirklich was detektiert wird am Ende, dann kann man da den Strom schon detektieren. Und da braucht man dann noch ein bisschen Elektronik ganz unten dran. Und die ganzen Dinoden sind auf unterschiedlichen Spannungslevels, deswegen hat man da dann auch einen Spannungsteiler mit 8 Abzweigungen und also bei dem sind es jetzt 8 und dadurch entsteht dann eben, dass es immer von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten springt. Das Ganze ist natürlich unter Vakuum. Warum unter Vakuum? Naja, Elektronen fliegen nicht so ganz gern gegen also wenn man es einfach nur unter Druck hätte, dann würde man nur die Luft ionisieren. Ja, das war es jetzt, glaube ich, auch schon so ziemlich. Und danke. Gut, sehr cool. Photomultiplier mag die Spektroskopie auch sehr gerne, nicht nur das SEM. Ja. Genau, und wir machen mal weiter mit dem Lord of the Smart Ring. Und danach kommt ein Update von den Hexen München und Regensburg über die Aktivitäten, was momentan passiert. Danach gibt es weiterhin Slots für mehr kleine Vorträge, Impulsvorträge, Spontanvorträge. Meldet euch einfach. Genau, hallo. Wir haben uns mit dem Aurora-Ring beschäftigt. Das ist so ein Smart-Ring hier. Im Endeffekt, ja genau, so einer. Und zwar im Endeffekt ist es wie jeder andere Fitness-Tracker, nur halt als Ring. Also wir haben Fitness-Daten wie zum Beispiel Herzschlag, Blutsauerstoff oder auch irgendwelche Schlafdaten, die darüber aufgenommen werden und dann halt ja mit der App, die halt auf dem Handy installiert wird, einfach gesynkt werden. Und ja, wir hatten uns so am Samstag gedacht, was kann man denn da alles machen und wie funktioniert der? Und besonders, weil deren Subscription dann irgendwie ab einem Jahr 7 € kostet im Monat, zusätzlich zu dem enormen Aufwand von so 300 €, den man einmalig zahlt. Und genau, haben dann gedacht, wie gehen wir da als erstes ran? Und dadurch, dass wir wussten zumindest oder vermutet haben, dass der Bluetooth Low Energy verwendet, haben wir gedacht, ich habe einen Hacker-Elf dabei, wir können einfach mal gucken, was da so geschickt wird und haben dann einfach mal geschaut, es gibt ja gewisse Channel, die da immer verwendet werden und Frequenzen und was da so geschickt wird, haben einfach irgendein Tool auf GitHub gefunden und dann ja die Pakete angeschaut und wir haben irgendwie nur die Broadcast-Sachen gefunden, aber nicht weiter schlimm, dann lassen wir das halt.
hatten halt keine Erfahrung damit, deshalb genau. Und haben uns dann überlegt, irgendwie müssen ja die Daten geschickt werden. Und da gibt es eben dieses GUT-Protokoll, das irgendwie auf Low-Energy-Bluetooth aufbaut. Und genau, haben dann uns das mal angeguckt. Das heißt, es gibt auch dazu einen Client, haben uns mit dem Ring irgendwie probiert zu verbinden. Und dann wurden gewisse Services exposed, die verfügbar sind. Aber auch da wussten wir nicht genau, was können wir jetzt da schicken. Aber es hat so ein bisschen die Vermutung bestätigt, dass es definitiv dieses GUT verwendet. Und genau, dann im Anschluss haben wir gedacht, es gibt ja eine App, da kann man einfach nachgucken, wie das genau funktioniert, und haben die jetzt mal an Frieda angeschlossen und ein paar Functions gehookt und geschaut, ja, was kommt denn da überhaupt hin und her. Und genau, haben auch dann sonst in der App geguckt, was gibt es da für Operations oder Funktionen. Da gab es sowas wie Authenticate, Get Firmware Version und genau, richtig. Und jetzt kurz zur Authentication. Genau, wie schon gesagt, es gibt eben eine Operation, die in dieser App war, die hieß oder heißt Authenticate, und das ist natürlich irgendwie interessant, das heißt, da ist irgendeine Art von Authentication. Das haben wir uns ein bisschen genauer angeguckt. Wir haben eben mit Frieda auch recht schnell so einen AES-Key dann da rauskitzeln können, und dann hat sich aber herausgestellt, dass der Auth-Flow so ein bisschen weird selbst gebacken ist. Am Anfang, wenn man sich mit dem Ring verbindet, dann kann man nicht alle Commands ausführen, nicht alle von diesen Operations. Dann schickt die App an den Ring, hey, gib mir mal 15 random Bytes, dann kriegt man 15 random Bytes zurück, verschlüsselt die mit diesem AES-Key, schickt die dann zurück, und die Vermutung ist dann, dass der Ring dann einfach überprüft, ob beim Entschlüsseln von der Response halt wieder das zurückkommt, was er jetzt gerade geschickt hat. Und dann ist die Authentication durch und dann darf man alles machen, und dieser AES-Key ist halt, also so, da ist, ich weiß nicht, was da groß authenticated wird, außer dass man halt diesen AES-Key aus der App gezogen hat. Verstehen wir nicht ganz. Das ist auch ganz interessant. Das schickt einen 15-Byte-Nonce zurück. Die verschlüsseln das mit AES-ECB, mit Padding. Die Vermutung ist, dass sie original einen 16-Byte-Nonce machen wollten, aber dann dadurch, dass bei 16-Byte-AES dann durch Padding noch ein Block dazukommt, würden es ja 32-Byte werden. Also haben sie einfach ein Byte weniger gemacht. Alles nervig. Deswegen haben wir dann einfach einen kleinen Python-Client geschrieben, wo wir einfach sagen, Authenticate to. Dann fragt er halt diese Nonce an. Und das war's. Und das können wir auch einmal kurz zeigen. Wir haben jetzt einfach den Ring hier und genau, dann führen wir die Demo aus. Gucken wir, ob das jetzt klappt. Genau, er hat sich jetzt hier mit dem Ring verbunden, holt sich eben diese 15 Byte, verschlüsselt die, schickt die zurück und fragt jetzt in dem Fall einfach einmal die Versionsnummer und eben die Batteriedaten an, und alle weiteren Operations, die die App kann, kann man damit dann eben auch einfach nachbauen. Es gibt so ein paar Premium-Features von der App, die man halt eben mit dieser Subscription hat, aber der Ring weiß das nicht, also dem Ring ist das komplett wurscht, dem kann man einfach fragen, gib mir halt die Daten. Genau, und haben noch ein paar To-Dos, ich meine, wir haben Samstag halt angefangen, weil zwischen Talks und dann, ja, mal gucken, was so kommt. Genau, zum einen die Firmware, die wird ja irgendwie über die App geupdatet, und da gibt es auch so einen Operation für, also keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber die muss ja irgendwo herkommen, und das kriegt man bestimmt irgendwie hin. Dann, wenn jemand vielleicht dabei ist, der ein bisschen mehr Ahnung von Bluetooth hat, wir wollen das Sniffing nochmal so ein bisschen anschauen, weil ich meine, die Daten sind unverschlüsselt, werden übermittelt, zumindest was wir gesehen haben. Und genau, dann zum Beispiel kann man dann auch eben, weil eben dieser Cloud-Service Geld kostet, einfach seinen eigenen dazu schreiben. Ich meine, die Endpunkte sind da und das auch funktioniert auch, wie man sieht. Und so ein Problem, was wir noch gesehen haben, man kann sich als fremdes Device nur mit dem Ring verbinden, wenn man eben an den Charger angeschlossen ist. Da muss man nochmal gucken, ob man da irgendwie drum rumkommt, aber wenn nicht, genau. Dann abschließend wissen wir noch nicht ganz genau, wie dieser AES-Key da, ja, wo der herkommt, aber da sind wir noch dran. Ist ein bisschen komplizierter, weil das alles so ziemlich weird ist, aber genau, das war's. Dankeschön. Ja, sehr cool. Wenn ihr Gedanken, Ideen habt oder so, supportet die beiden oder gebt ihnen ein paar Hints. Vielleicht ist auch ein schönes Teilprojekt für Gadget Bridge, um es weiter zu submitten. Genau. Und jetzt machen wir weiter mit dem Hexen-Update für München und Regensburg. Genau. Falls es spontan Beiträge gibt, meldet euch. Hallo. Wir haben jetzt keine tolle Präsentation für euch, sondern einfach nur ein kurzes Update. Also erstmal, wer nicht weiß, wer die Hexen sind. Also die Hexen verstehen sich als Lagerfeuer oder auch Anschlussmöglichkeit im CCC-Umfeld
und sind ein Raum für Austausch, Vernetzung von TechnikerInnen und technisch Interessierten. Also die Hexen richten sich an Finter-Personen. Aber man muss auch nicht unbedingt TechnikerIn sein, um bei den Hexen mitzumachen, sondern einfach nur Lust an der Technik und sich damit auseinanderzusetzen. Das reicht schon. Und wir haben sehr viele vielfältige Themen, zum Beispiel geht es bei uns auch um Nähen oder um Philosophie, Bücher oder ganz klassisch um Technik. Genau, und es haben sich eben jetzt in München und in Regensburg die Hexengruppen neu gegründet. Und also bei den Münchner Hexen, wir haben uns schon zweimal getroffen. Und dieser Talk ist jetzt einfach als Info für euch, dass es uns gibt. Und wenn ihr Bock habt, mal zu kommen und euch uns anzuschließen, dann freuen wir uns darüber. Die Münchner Hexen treffen sich einmal im Monat, und zwar am vierten Sonntag im Monat. Und wir haben bestimmte Themen, an denen wir arbeiten wollen. Ja, genau. Und dann gehe ich mal nach Regensburg. Dankeschön. Die Regensburger Hexen sind jetzt gerade noch in Gründung. Wir hatten bisher ein Kickoff-Meeting. Allerdings kam uns da so eine Easter Hack dazwischen. Und deswegen, wenn ihr da mehr Informationen dazu haben wollt, wir kündigen diese Treffen an über die Mailingliste der Binary Kitchen. Die Treffen werden auch in der Binary Kitchen stattfinden. Die Mailingliste findet ihr auf der Homepage der Binary Kitchen, www.binarykitchen-de. Ich höre schon wieder auf, Binary Kitchen zu sagen. Ich weiß den Termin jetzt noch nicht ganz genau, aber ihr könnt euch gerne an mich wenden oder an Lea. Wir sind da die zwei Verantwortlichen dafür. Mich erreicht ihr zum Beispiel am besten über Mastodon, shortcut@chaos.social, oder ihr sprecht mich einfach hier an. Ich laufe hier auch noch eine Weile rum. Und ich würde mich freuen, da Leute zu sehen. Dankeschön. Cool, danke für den Input. Ihr wisst, wo ihr die beiden finden und ansprecht, und vielleicht werdet groß und wächst stark. Gut, Overflow? Ja, genau, Overflow macht weiter. Mit einem Spontanvortrag über ein unbekanntes Thema. Bist du okay? So. Ja, ich glaube, das wird schon. Ja, vielleicht. Ja, ja. Ganz kurz noch Display, 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 Display. Kriegen wir hin. Configure Settings hier, Laptop Screen. Ja. Soon. Ach egal, ich ziehe das einfach rüber. So. Sehr gut, so. Das sieht sehr professionell aus. Okay. Jetzt brauchen wir das auch auf Fullbild vielleicht. Ja, ja, guck mal, ja. Da ist so ein Icon. Okay, hi. Ich bin der Flo, ich komme aus Wien. Und ich mache viel Blödsinn mit Elektronik. Und es gibt da bei uns im Hackspace, im MetaLab, einen Menschen namens Johannes, der hat vor vielen Jahren angefangen, ein Projekt aufzuziehen, das heißt Define. Das steht für Digital Equipment for Inclusive Empowerment, und es ist tatsächlich eine Tastatur, die ist so groß, da ist ein Akku drin, normal ein 3D-gedrucktes Gehäuse rundherum, und das ist eine Braille-Tastatur. Du kannst sie dann über Bluetooth mit deinem Handy verbinden und kannst dann über Braille Eingabe machen. Braille ist ja diese Blindenschrift, ne? Das funktioniert aber auch andersrum, dass du eben nicht nur die Punkte ertastest, sondern auch die Eingabe drüber machen kannst. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zum Herzeigen mit einer Hand. Aber man hält das halt quasi, also man hält das Ding mit beiden Händen so, ne? Und dann drückt man hier oben noch mit dem Daumen auf Knöpfe drauf. Ja? Ein Starbuck appeared, very nice. Kannst du mir das kurz halten? Vielen lieben Dank. Also man hält das Teil so, ja, da hast du hier oben noch zwei Knöpfe, und wenn du dann Eingabe machen möchtest, drückst du hier irgendwie zwei Knöpfe für ein A, drei Knöpfe für ein B und so weiter, und die Leute, die das gelernt haben, sind halt urschnell damit. Also Texteingabe geht super ruckizucki. Danke. Und in der neuen Version, an der ich jetzt ein bisschen mitgeholfen habe, ist noch so ein Bluetooth-Audio-Dings drauf. Dann kann man das auch noch mit dem Handy verbinden und kriegt dann eine Soundausgabe von seinem Telefon. Was für blinde Menschen insofern ganz cool ist, dass die halt auch noch die Umgebungsgeräusche
hören, wenn die jetzt in der U-Bahn stehen, können das hier so ans Ohr halten quasi und das Ding bedienen. Die Smartphone-Integration für blinde Menschen ist ziemlich gut mittlerweile. Es gibt also so ein Talkback-Ding, heißt das, auf Android. Da liest dann das Telefon vor, was es am Bildschirm anzeigt, wie die Schaltflächen heißen. Und man kann es dann halt hier auch mit den Tasten quasi switchen und sagen, spring zum nächsten, drück da drauf. Weil natürlich ein Touchscreen für jemanden, der nicht sieht, sehr schwierig zu bedienen ist, ne? Weil du weißt ja nicht, wo die Fläche ist. Und das geht mit dem recht gut. Da ist nicht viel drauf. Da sind im Prinzip diese ganz flachen Buttons drauf, mit ganz flachen Keycaps, ein kleiner Vibrator, dass das irgendwie so haptisches Feedback geben kann, ein Speaker eben für die Soundausgabe, ein Akku, ein kleiner Audio-Vorverstärker, Preamp für das Audio, ein I2C-Audio-Ding, mit dem wir halt Sound abspielen können vom Mikrocontroller. Und das ist so gebaut, dass der Mikrocontroller ist hier in diesem Phaser-Format, den kann man quasi austauschen. Und die aktuelle Firmware ist gebaut für ESP32-S3. Da haben wir allerdings den Sound-Support nicht zum Laufen gebracht, weil das Bluetooth, furchtbar. Und deshalb habe ich halt dieses eine Modul hier noch draufgepackt, separat. Muss man halt zwei Bluetooth-Verbindungen aufmachen, dafür kostet es auch nur $1,40 statt 3 Wochen Lebenszeit. Also das war einfach der einfache Weg. Wenn euch das Projekt interessiert oder ihr blinde Menschen kennt, denen das helfen würde, bitte teilt das. Das gibt es schon ein paar Jahre, das ist jetzt, glaube ich, die 5. Version davon. Das Ding heißt eben DefineBlind.at. Es ist alles Open Source, es gibt dazu ein GitHub-Repo, es gibt die STL-Files zum Drucken dafür, auch die PCB-Design-Files und die Firmware sind Open Source. Und das ist so gebaut, dass blinde Menschen das wirklich selbst zusammenbauen können. Also sie kriegen das so ein fertig bestücktes PCB, das ist schon vorgelötet, und kriegen dann hier diese Buttons, die sie selbst reinstecken können, und ist entwickelt worden gemeinsam mit einer Gruppe von blinden Menschen, die sich im MetaLab treffen mit Johannes, die auch ganze Development begleitet haben und eben gesehen haben, ob das auch geht, ne? ob das funktioniert für Leute, die halt nicht sehen können. Und das funktioniert sehr gut. Und das ist auch die Art, wie das Projekt jetzt finanziert wird. Also die blinden Menschen haben dann quasi eine Arbeitsbeschäftigung dadurch, dass sie selbst das Ding zusammenbauen können und das dann anderen blinden Menschen geben. Wenn ihr in eurem Hackspace Interesse habt, damit zu helfen, dann wendet euch doch bitte hier über Define Blind direkt bei Johannes. Ich bin in dem Projekt nur ein bisschen mit der Hardware involviert, aber ich bin eigentlich nicht wirklich in dem Projekt. Tatsächlich habe ich das gerade in meinem Rucksack gefunden und mir gedacht, ach, Tastaturen, das passt doch thematisch. Zeige ich doch gleich her, vielleicht gibt es ja hier Leute, die das interessiert. Viel mehr gibt es hier auch gar nicht dazu zu sagen. Wenn es euch interessiert, quatsch mich an. Ich bin der Oberflo, ich laufe hier rum. Ja, das war's schon. Gut, sehr cooles Projekt. Wir hatten jetzt noch einen weiteren spontanen Freiwilligen. Gibt es noch weitere? Okay, ist Herr Struhe. Passt. Hallo, ich bin Neuner aus München. Ich greife das gleich so auf wie Overflow, weil ich mir auch bei dem QMK-Vortrag gedacht habe, ich erzähle mal kurz was zu einem Projekt, das bei mir so seit 1,5 Jahren vor sich hinstaubt. Und zwar habe ich auf einem Image, also vielleicht kennt ihr diesen Controller, das ist irgendwie so im Gaming-Ding, so eine, wo man seine Hand reinlegen kann und dann hat man ganz viele Tasten ganz nah an den Fingern. Kannte ich nicht, aber ich habe auf einem Imageboard einen Post gesehen, wo jemand das als Selbstprojekt mit einem 3D-Drucker gedruckt hat. Und also auch diese Firma, die das Produkt verkauft, hat das wohl am Anfang auf 3D-Druckern gemacht. Und ich mache viel mit 3D-Druckern und habe mir gedacht, oh, das ist interessant, diese Taster zu drucken, das könnte ja knifflig sein, das will ich jetzt mal ausprobieren, ob das geht. Habe dann halt mal so einen Taster und noch einen gedruckt und habe gesehen, das geht sehr gut, obwohl da die Passungen sehr eng sind. Und dann hatte ich diese zwei Taster und musste irgendwie weitermachen. Genau, und habe dann quasi dieses Device gebaut. das müssen wir vielleicht mal kurz kleiner machen. So, das ist irgendwie hier, ist das von.
So, genau. Es gibt ein Git-Repo. Also ich habe jetzt nichts vorbereitet, deswegen machen wir jetzt hier betreutes Browsen. Es gibt dieses Git-Repo, wo ich, genau, also es gibt ein Open-Source-Projekt, wo, oder nicht ein Open-Source-Projekt, sondern es gibt ein Projekt, wo jemand STL-Files nachgebaut hat für dieses Kaufprodukt. Und dann kann man diese STLs von dem kaufen. Es gibt aber auch ein Discord, wo diese Files zur Verfügung sind. Und wenn man mich hier anspricht, dann lässt sich da vielleicht auch was machen. Genau, die Leute, die dieses Ding nachbauen, benutzen die Software des Herstellers, die natürlich closed source ist und nur auf Windows funktioniert. Und in der Zeit, wo ich angefangen habe, das zu machen, bin ich auch mit QMK in Kontakt gekommen, habe mir gedacht, da gibt es doch was Besseres eigentlich. Warum nicht mit QMK? Und habe QMK erweitert, sodass das auch mit diesem Joystick hier funktioniert und eben auch eine WSAD-Emulation mit diesem Thumbstick, was eigentlich das coole Teil an dem Ding ist, wenn man die linke Hand drin liegen hat, also rechts hat man die Maus, links hat man diesen Thumbstick. Und dachte mir, das könnte ein interessantes Eingabegerät auch für CAD und so sein und wollte es halt mal bauen, genau. Und ihr könnt euch dieses Git-Repo anschauen. Da sind alle Teile, auch das, was ich dann erweitert habe, weil mein Gerät hat jetzt im Gegensatz zu dem Kaufprodukt RGB-Beleuchtung und ein kleines OLED-Display, wo man auch sieht, in welchem Modus man gerade unterwegs ist und auch ein bisschen Debugging ausgeben kann. Genau, ich habe es ganz gut dokumentiert. Ihr könnt es eigentlich mit den Informationen hier nachbauen und irgendwo hier unten kommen dann die Links zu... Genau, Schaltplan habe ich auch aufgezeichnet, sodass, also man könnte jetzt auch im nächsten Schritt Platinen fertigen, damit das da drin ein bisschen ordentlicher wird, weil wir machen jetzt noch ein bisschen Dia-Show, Moment. Ja genau, also momentan sieht es da drin ein bisschen aus wie im Vogelnest. Ich habe auch, ach da unten sind wir, so. Also genau, ihr seht, es blinkt irgendwie. Achso, ich könnte es eigentlich auch live anschließen, dann ist es vielleicht noch besser. Es hat nämlich auch eine... Es gibt auch eine... So, hier das brauchen wir nicht. Deswegen ist hier alles so schnell. Genau, es gibt eine Software, die über Web-USB das Ding auf dem Rechner verfügbar macht, sodass man das dann auch komfortabel konfigurieren kann. Also wenn ich das hier anstecke, dann fängt das, seht ihr was? Fängt das hier an zu blinken. Und wenn ich es, wo ist meine Maus da? Einbinde, dann halt. Müssen wir da oben noch in den Diagnosemodus. Sieht man also, genau, es funktioniert dann auch schön. WASD-Emulation mit dem Joystick funktioniert auch. Und fürs Geblinke, das ist also hier auch alles in VIA. Die Leute, die QMK benutzen, kennen es. Da kann man dann einstellen, was man irgendwie an Geblinke haben möchte. Das ändert sich jetzt also hier auf dem Device. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Genau, ist ein schönes Spielzeug, falls jemand es ausprobieren möchte hier während des Easter Hacks, dann meldet euch bei mir, dann könnt ihr es mal kurz ausleihen, wenn ihr Files braucht. Genau, das war's. Dankeschön. Cool. Achso, vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Mein Ansatz war ja, ich habe dann ein cooles Eingabegerät mit diesem Daumen, mit dem ich dann im CAD Dinge schön rotieren kann und so. Dann habe ich gemerkt, im CAD muss ich ganz oft irgendwie Texte eintippen und dann habe ich da wieder zu wenig Tasten. Deswegen ist es da jetzt wenig im Einsatz. Aber für so Walking Simulator finde ich super. Okay.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank für all eure Vorträge, für all euren Input. Es hat gut funktioniert. Wie ihr seht, keine Angst vor Lightning Talks. Es geht schnell, es geht spontan. Wenn ihr was zum Vorstellen habt, irgendwas mitteilen wollt, nutzt das Format. Ich finde, es macht viel Spaß und danke fürs Kommen.